Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zum Einzelfinale der 16. deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Heidelberg und Mannheim. Schön, dass ihr alle da seid. Begrüßt zusammen mit mir bitte meinen Co-Moderator, den charmanten, den großartigen Carsten Hohage. Und wir wollen auch nicht versäumen, abermals die Zuschauer an den Arte Web TV Bildschirmen zu begrüßen. Arte streamt live, es wird die einzelnen Häppchen dann auch irgendwann dort zu sehen geben. Wir wollen aber auch nicht versäumen, nochmals zu begrüßen die hervorragende, die frisch frisierte, die wunderbar angezogene Katrin Rabus. Dankeschön. Ich möchte diese Stelle nutzen, um mich ganz zu Anfang dafür zu bedanken oder bei denjenigen zu bedanken, die uns diese Veranstaltung, die jetzt heute ihren 5. Tag feiert und in diesem wunderbaren Finale mündet, ermöglicht haben. Es ist eine Veranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Einen vielen, vielen herzlichen Dank natürlich an das DAI. Außerdem an unsere Sponsoren. Genau, applaudiert gerne. Unsere Sponsoren, die Manfred-Lautenschläger-Stiftung, Fisherman's Friends, Paper Blanks hat uns ganz wunderbare Bücher alle geschenkt, die Slammer wissen und haben sie sehr zu schätzen gewusst. Außerdem bedanken wir, einen Applaus für die Bücher bitte. Außerdem bedanken wir uns bei den Medienpartnern. Carsten hat gerade schon einen davon erwähnt, beziehungsweise zwei, Arte und SWR. Außerdem die Rhein-Neckar-Zeitung und 1plus. Vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr diese Veranstaltung mitbegleitet. We would also like to thank, quickly switching to English, the Embassy of the United States of America, who also supported this event by supporting the American poets coming out here. Thanks a lot for that, and thanks to the American poets who support it. Und wo wir jetzt da einige genannt haben, die
bei dieser Veranstaltung als Sponsoren schon die ganze Zeit dabei sind, möchten wir nochmal für alle die neu hinzugekommen sind, entweder an den Bildschirmen oder hier heute Abend im Saal kurz rekapitulieren, was hier heute Abend ablaufen wird. Es werden 9 Teilnehmer auf die Bühne kommen. Sie werden von einer Jury von 7 Leuten beurteilt werden, wobei jeweils die niedrigste und die höchste Note gestrichen werden wird. Diese 9 Teilnehmer werden eigene Texte vortragen, ohne weitere Hilfsmittel. Es zählt nur das gesprochene Wort, gesungen und gesungen werden darf nur zitathaft. Es dürfen keine Hamster jongliert werden und so weiter. Ich habe sicher irgendwas vergessen, aber egal. Danke. Das waren die Regeln. Das waren die Regeln, so schnell, dass ich gar nicht kontrollieren konnte, ob du jetzt wirklich alle benannt hast. Aber es waren ja fast alle schon jetzt in der ersten Runde mit dabei und wissen somit auch, wie das funktioniert. Und außerdem versprechen wir hiermit, dass wir alle auf die Einhaltung der Regeln achten werden. Was noch zu erwähnen sei, es gibt hier eine Jury, die aus 7 Leuten besteht. Vielleicht eine gute Gelegenheit, einmal ganz kurz zu sehen, wo die Jurytafeln sind. Könnt ihr bitte alle die Jurytafeln mal nach oben halten? 7 Juroren. Gut, wir kriegen schon Noten, Katrin. Hier vorne sehe ich eine 0,0. Es gelten, eine 7,5, danke. Stopp, Carsten, aber das stimmt nicht. Wir brauchen 7 Tafeln, aber wir brauchen nur die, wo die weißen Ziffern auf schwarzem Untergrund sind. Da oben sind falsche Tafeln. Okay, alle bitte nochmal hoch, die meinen in der Jury zu sein. Die 1,0 da hinten ist die falsche Jurytafel. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist vom Bauchmanagement. Es sind auch 8. Nein, ist nicht so vorgesehen. Dann bitte die beiden weißen Notentafeln unter die Stühle schieben. Die waren für die vorherige Runde, die gelten nicht mehr. Nur weiße Zahlen auf schwarzem Grund. Wer unter Schwarz-Weiß-Blindheit leidet, lässt sich vom Nachbarn helfen. Ich würde den Test deshalb bitte gerne nochmal machen. Bitte nochmal alle Tafeln nach oben. Die mit den weißen Zahlen auf schwarzem Grund und ein bisschen Saallicht, bitte. Wunderbar, ich habe sie. Hast du sie auch? Ich habe 4 hier drüben, du hast 3 da drüben, passt prima. Alles klar. Danke. Mit den Tafeln hat es auf sich, dass diese Juroren nach jedem Text bewerten werden, wie ihnen dieser Text gefallen hat. Und so wird heute Abend der Sieger ermittelt, beziehungsweise der Sieger wird in einem Stechen aus den 2 Punktbesten denn wird ermittelt. Da seid ihr dann wiederum die Jury und bestimmt durch Applaus. Das erklären wir euch aber dann nochmal direkt. Und insofern, wir können starten. Erfahrungsgemäß wissen wir, dass der erste Starter, ich kann auch wohl sagen, der erste Starter, es sind heute nur 9 männliche Starter im Einzelfinale. Aber es waren 6 Starterinnen im U20-Wettbewerb, okay? Ja. Genau, und das vereinfacht ein bisschen die gegenderte Anmoderation. Der Starter, wo war ich stehen geblieben, wird ermittelt durch die Jury, genau. Und damit es der Erste in diesem Feld nicht so schwer hat, er hat es nämlich erfahrungsgemäß immer ein bisschen schwer, haben wir heute ein sogenanntes Opferlamm auf dieser Bühne.